Er war tapfer. Er hat gekämpft, aber er hat verloren. Wir sind hier zusammengekommen im engsten Familienkreis, um Abschied zu nehmen. Mein Herz, wo auch immer du jetzt bist, ich hoffe, es geht dir gut. Es war nicht immer einfach für dich, ich weiß. Es konnte nie schnell genug gehen. Man hat dich oft nicht verstanden. Selbst ich nicht. Hat uns nichts ausgemacht. Wir betten dich hier zur ewigen Ruhe, auch wenn du aus einem ganz anderen Land kommst. Aber ich weiß, dass du es so gewollt hättest. Mach's gut. Alex, ich weiß, das ist schwer. Du musst dich jetzt verabschieden. Das geht nicht. Und sie müssen jetzt gehen. Wir haben einen neuen Auftrag zu kümmern. Komm, komm mit mir. Das wird schon gehen. Fly, Robin, fly. Fly, Robin, fly. Fly, Robin, fly. Fly, Robin, fly. Der letzte Überschlag war einfach zu heftig. Crashpilot Alex schickt Robin direkt in den Autohimmel. Ja, Alex, c'est la vie. Es wird schon gehen. So, ich wusste, dass du traurig wirst. So, ich habe uns schon einen neuen Auftrag ausgesucht. Du musst nur noch zuschauen und suchen, okay? Hallo, Cindy und Alex. Wir sind Markus und Steffi und wir sind auf der Suche nach einem neuen Auto. Genau, wir haben als Hobbys Wakeboarden und Tauchen und brauchen deswegen etwas mehr Platz im Auto. Komfort ist uns aber auch wichtig. Und was ich toll finde, wenn wir etwas höher sitzen könnten im Auto. Ein SUV wäre super. SUV wäre eine tolle Sache, aber bitte nicht ganz so groß. Also, Cindy und Alex, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Tipp geben könntet. SUV. Kompakte Auto. Nicht zu groß, nicht zu klein. Interessant. Was denkst du? Das stimmt, da fällt schon mal einiges aus. X5 fällt aus. Cayenne fällt aus. Touareg fällt aus. Q7 fällt aus. Sind alle zu groß. Deswegen fallen die aus. Sie sagten ja Kompakt-SUV, nicht zu groß. Nicht zu groß. Sie mussten nur das Auto parken, also die Frau, die Steffi. Ja, was denkst du über die Mini Paceman eigentlich? Ich weiß, es ist ziemlich klein, aber trotzdem, sie sagen, es ist als SUV oder SAV, Sport Activity Vehicle, und passt eine Menge rein. Trotzdem sportlich, stylisch. Mhm. Ideal eigentlich. Ja, das dachte ich mir, dass dir der gefällt. Ja. Mazda CX-5 fällt mir spontan ein. Der ist nicht zu groß, der ist nicht zu klein, geht eine Menge rein. Das ist nicht das spektakulärste, spannendste Auto, aber der ist auf alle Fälle, ich finde, ist praktisch zeitlos praktisch, und er ist brandaktuell. Ich brauche noch was Großes. Das andere Ende der Fahnenstange. Warte. Mehr war es, hätte ich Robin gehört. Ha? Schau jetzt das. Was denkst du über die Hyundai Santa Fe, das ganz aktuelles Thema. Also das ist schon ein ziemlicher Brocken, das ist ein großes Auto. Großes Auto. Aber noch nicht so groß, okay. Wir testen die Auto auf die Rennstrecke in Laupheim und bestellen direkt die Auto da. Okay. Es gibt kein Auto, das du nicht auf die schnelle Runde schicken willst. Dieses Auto wurde noch gar nicht gebaut. Selbst wenn es ein Dreirad wäre, würdest du es über die schnelle Runde jagen. Passt schon. Da würden wir kein Dreirad mehr. Ja, oh fuck. Es tut mir leid, das war aber böse. Alex, wie kommen wir dahin? Oh nein. Naja, Robin ist einfach nicht zu ersetzen. Ruhe in Frieden.
geht's, Alex? Du sagst nichts. Was soll ich denn sagen? Boah, halt mal Ruhe von dir, das ist unglaublich. Ist total wirklich gut, ich muss schon sagen. Alex, c'est la vie. Hauptsache, du hast deinen Humor nicht verloren. Naja, es geht weiter, ne? Es geht weiter, genau. Aber bevor es geht weiter, ich würde sagen, machen wir schnell einen kleinen Stopp bei mir zu Hause. Und ich, auf jeden Fall, ich ziehe mich um, weil ich fühle mich einfach ganz traurig in diese schwarze Anzug da. Okay? Ein bisschen Musik, vielleicht komme ich dann auf andere Gedanken. Mit Musik geht alles besser. So harte Schicksalsschläge einstecken muss, umso schöner, wenn mal was klappt. Da sind die Autos. Schöne Trio. Ja, das stimmt. Unterschiedliche Auto. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Größen. Das, was als erstes ins Auge fällt, einer ist der kleinste, nämlich meine. Deiner. Erstaunlicherweise, ja. Ja, ich habe es ausgewählt, meine kleine Mini. Ich finde, die Autos sind eigentlich gleich groß, die Mazda und die Hyundai. Ja, das aber stimmt. Ich denke, wegen der Farbe sieht die Mazda ziemlich klein aus. Was denkst du? Bin ich bei dir. Also wenn man jetzt so hier steht und guckt, klar, der Mini ist der kleinste, ja. Ist im Namen irgendwie vorgegeben, würde ich auch sofort sagen, der Mazda ist kleiner als der Beach Sand. Riesig. Stimmt aber nicht. Von den Maßen sind sie ähnlich. Und welcher gefällt am besten? 6 Punkte sind zu verteilen. 3, 2, 1. Ich würde 3 Punkte an den Mazda geben. An den Mazda? Weil einfach schön ist. Ich finde, gute Balance. 2 Punkte an der Hyundai. 1 Punkte an der Mini. Ich würde sagen, für den Mut gibt es Punkte. Mini 3 Punkte. Der Mazda ist zeitlos, der wird immer funktionieren, deswegen kriegt er für stylische Konsequenz, sage ich jetzt mal, kriegt er eine 2. Und der Hyundai ist mir einfach zu wuchtig. Das ist mir, ja, das ist so ein Brikett der Straße. Wenn man die Punkte von Cindy und Alex zusammenrechnet, geht Mazda vor Mini und Hyundai in Führung. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Design des Hyundai an. Ein bisschen näher. Schon imposant, oder? Ah. Schon groß, schon bullig. Ne? Ja, das ist so ein Pitbull, wenn der da, wenn der Rückspiegel auftaucht, da kriegst du es mit der Angst zu tun. Also sehr wuchtig, sehr massiv das Ganze. Mit die hexagonale Kühlergrill. Kühlergrill, wow. In Deutsch, stimmt das? Ja, Kühlergrill. Kühlergrill. Um die Jahreszeit, das ist tatsächlich recht kühl, deswegen, weil er kalt ist, ein Kühlergrill. Hexagonal stimmt auch, Respekt. Na klar. Irgendwann schenke ich dir ein Haar. Wir klauen einfach dem Hyundai das Haar, dann ist er ein Hyundai, das macht doch gar keinen Unterschied. Hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wären es nur 5, wäre es? Pentagonal. Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Auch spannend. Hier tut er ein bisschen so, als wäre ein echter kerniger Geländewagen. Kunststoff. Unterfahrschutz. Ja. Auch Kunststoff. Komplett überarbeitete Optik. Also mit dem ursprünglichen Santa Fe hat das gar nichts mehr zu tun. Die zwei haben nicht mehr viel gemein. Coole Optik, passt. Aber es ist ja entscheidend, was reingeht, wie er ausschaut. Auch von der Seite, bitte, junge Dame. Storm Edge Design. Das Sturmkantendesign des Santa Fe kaschiert die stolzen 1816 Kilo Leergewicht. 197 PS treiben Hyundais zweitgrößtes SUV auf 190 km/h Spitze. Preis des Fronttriebler? 37.200 Euro. Dafür gibt es ein flexibles Ladesystem mit verschiebbarer Rückbank und verstellbaren Lehnen. Und ein echt fettes Handbuch. So. Möchtest du? Ein Finger reicht. Zack, bumm, geht die Sache auf. Das ist doch groß. Und ohne die Heckrollo ist doch größer. Heckrollo. Wenn man komplett alles umwirft, passen da rein
1680 Liter. Tja, tut mir leid, liebe Freunde des blau-weißen Fußballvereins in München. Nicht 1860, nein, 1680. Ist eine ganze Menge, aber reicht das für eine Taucherausrüstung? Das ist die Frage, aber was brauchen wir eigentlich zum Tauchen? Keine Ahnung, ich bin nicht Taucher. Ich habe zwar schon Taucher gesehen, aber ich persönlich habe noch nie getaucht. Ich habe keine Ahnung. Fragen wir doch einfach jemanden, der es weiß. Und wer weiß sowas, Cindy? Ein Tauchshop. Ein Tauchshop. Und da man den nicht fragen kann, frage ich mal einfach jemanden, der einen Tauchshop hat. Deckel zu, ich fahre. Kopf weg. Unterwegs im Hyundai Santa Fe. Also er wird schon eine ganze Weile gebaut. Seit 2001 und er hat sich brutal verändert. Also wenn ihr heute einen Hyundai Santa Fe erste Generation trefft und dann einen dritte Generation, dann haben die kaum noch was gemeinsam. Mhm. Man muss sagen, die Frontscheibe, die Windschutzscheibe, ist extrem flachwinklig. Ja, es ist aber besser aerodynamisch. Natürlich ist es aerodynamischer, ich muss so denken, aber verbraucht weniger. Klack, wenn du hier guckst, hast du natürlich nur noch so einen Seeschlitz. Das ist ein bisschen wie in einer alten Festung. Apropos verbraucht. Was haben wir? Ich verstehe. Du kommst jetzt vom CW-Wert zum Verbrauch. Du bist aber auch ein schlaues Kind. Sie sieht nicht nur gut aus. Hey, ich kann auch nur entspannt nachdenken. Ne? Das war ein für eine Frau erstaunlich logischer Gedankengang. Logischer? Du bist und sag mir einfach, was ist verbraucht? Was er verbraucht? Ja, was haben wir momentan? Weil sollte eigentlich 6,6 Liter sein. Ja, okay. Lass es mich erst mal nullen. Das ist am vernünftigsten. 6,6 Liter? Na, da sind wir mal gespannt. Schon jetzt erfüllt der Motor allerdings die Euro 6-Norm. Also die Ablage, Plätzchen sind hier sehr groß. Boah. Ja, das ist wirklich riesig. Also, da kannst du. Also man kann das Ding hier auch rausnehmen, zack, dann kriegt man es wieder rein. Boah, da geht es richtig tief hinein. Also hier vorne haben wir eine Ablagemöglichkeit, da kann man tatsächlich seinen Geldbeutel reinschmeißen. Dann haben wir hier 12-Volt-Anschluss 1, 12-Volt-Anschluss 2, AUX-USB, also hier iPod. Sehr praktisch reinzukommen. Was ich finde auch super toll ist die Panorama-Schiebedach. Also man kann wirklich zumachen, wenn du willst ein bisschen. Eine romantische Atmosphäre. Also wenn Sie Graf Dracula sind, machen Sie oben besser zu, denn die Sonne ist ja nicht so gesund für Sie. Aber momentan, als wir noch ein bisschen Sonne brauchen, Frühlingsdurchkomm jetzt noch, nehmen wir die Sonne von oben. Mit natürlich frischer Luft. Frische Luft. Oh, schön, ein Panoramadach. Vor allen Dingen für diejenigen, die hinten mitreisen, natürlich toll. Die können die ganze Zeit oben rausschauen. Ja. Das ist super. Sonnenbrille, Etui. Zack, zack. Ja, lieber aber, dass du mitfährst, nein? So, du siehst, wo du gehst. Weg war sie. Ja, aber weg. Schnell kommen sie zurück. Ja, Achtung. Ja, du. Es ist nicht, weil wir nicht mehr den Robin haben, dass wir müssen wieder rumfallen. Ne? Ja, so schlimm ist mit meiner Kurzsichtigkeit auch nicht. Ja, wir haben drei Ausstattungsvarianten. Trend. Style. Und Premium. Das hier ist Style. Und stylisch ist es allemal. Hier leuchtet alles ein bisschen blau, das ist so mit Hintergrundilluminierung. Aber das ist noch nicht nur die Style, das ist ein extra Paket, das heißt Plus-Paket kostet auch 1.800 Euro. Und dafür bekommst wenig. Du, nein, aber nicht nur für das, es gibt verschiedene Optionen da drin. Die Sitzheizung hinten sind drin, die blaue Licht sind auch drin. Es gibt ein paar Optionen mehr da. Wie viel sind wir überhaupt jetzt mit der Verbrauch? Jetzt habe ich gerade 7,2 Liter gerade umgesprungen. Nur 0,6 Liter mehr als die Herstellerangabe. Das ist völlig in Ordnung. Bei Cindys Fahrstil wird sich das nachher aber bestimmt ändern. Hübsch hier. Cindy, ein bisschen Unterricht in Geografie. Es gibt in Ulm, um Ulm herum. Es gibt Untersulmettingen und Obersulmettingen. Und da stecken wir schon mittendrin. Günter Lambacher, Tauchlehrer. Und der muss ja wohl wissen, wie das mit dem Equipment zugeht. Da geht's rein. Das war aber wie Chinesisch. Gut, gell? Hallo? Hallo, sind die Sie Herr Lambacher, grüß Gott. Günther, hallo. Hi. Servus, Günther. Hallo, Günther. Ihr wollt tauchen? Wir wollen tauchen. Nicht ganz. Ja. Sind die erklärt, es ist ja nicht ganz einfach. Ja, also wir haben einen neuen Auftrag. Mhm. Die Steffi und der Markus, ein junges Paar zusammen. Mhm. Sie gehen gerne Wakeboarden tauchen und sie brauchen ein großes Auto, wo alles da drin geht. Genau. So.
Und auch noch Steffi und Markus. Das ist die Herausforderung. Die müssen auch noch mit. Die müssen auch noch mit. Okay, dann schauen wir vielleicht mal zu unserer Clara. Ah, Clara, hallöchen. Ja. Bitte, after you. Klar. Die haben wir schon mal bestückt. Ja, die zwei benötigen einen Tauchanzug. Die wollen ja nicht frieren. Dann Maske, Schnorchel, Flossen. Das ist aber nicht Standardausrüstung, das ist dann schon etwas Spezielleres. Hängt davon ab, wo man tauchen will. Wenn das Wasser kälter ist, dann ist das durchaus Standard. Wenn das Wasser wärmer ist, im Sommer im Roten Meer, braucht man das nicht. Dazu gibt es ein Jacket, das trägt normalerweise die Flasche. Die haben wir hier daneben stehen. Alex, kannst du vielleicht schon mal... Klar, kein Ding. Ja. Ob das alles reinpasst? Gerade beim Mini wird's spannend. Jo, Günther, man sieht vom Tischlein nicht mehr viel. Es ist gut gedeckt, eine ganze Menge Equipment, der Wahnsinn. Schmeißt man das jetzt einfach so ins Auto rein? Ich meine, ich kenn's nicht anders, aber der Profi hat doch da bestimmt einen Trick. Das geht etwas eleganter, dafür gibt's extra eine Tasche oder eine Box, kann man das schön verstauen. Alles drin? Alles dran. Hey, ja, Moment. Die Board nicht vergessen. Ah, richtig. The Lords of the Boards. Na dann, schauen wir, ob das alles reinpasst. Ja. Madame, da ist die Tür. Hat der Maurer das Loch gelassen. Hilfst du mich nicht? Doch, doch, ich nehme natürlich den Rest. Hey, Alex, komm ran. Das ist eine Männersache. Das ist ganz leicht, wenn man weiß, wie es geht. So. Einmal, zack, ist die Sache draußen. Cindy, mach mal die Klappe auf. Jetzt kommt nämlich der absolute Kracher. Man muss es nicht irgendwie lose hinten rumfliegen lassen. Man kann es mitnehmen. Juppidu. Tada. Das ist schon kluger. Spitze Idee. Respekt. Der Hyundai kann fast 700 Kilo zuladen. Und wenn man besser packt als unsere Freunde hier, kriegt man auch doppelt so viel Equipment rein. So macht man's. Man schmeißt hinten alles um, kann man bequem B- und entladen. Haben wir jetzt ganz klar gesehen, das kann er gut. Der Hyundai Santa Fe. Und kann halt niemand mehr mitfahren, außer Markus und Steffi. Aber Taucher haben ja eh keine Freunde, stimmt's? Den Fisch. Den Fisch. Und der bleibt im Wasser und kommt nicht mit. Wunderbar. Cindy fährt weiter. Und wir sagen erstmal herzlichen Dank, Günther Lambacher. Großartig. Danke, Günther. Viel Spaß. Und gut tauchen. Back on track. Auf dem Luftwaffenstützpunkt in Laupheim geht's auf die Piste. Auf zur schnellen Runde. Okay, dann machen wir so. Ich muss schnell meine Jacke ausziehen, weil ich kann einfach nicht so fahren. Weißt du, ich brauche ein bisschen mehr Platz zum Bewegen. Mhm. Und du ladest das alles aus. Ja, klassisches Rollenverhalten. Sie zieht sich aus, mhm. Ich lade das Auto aus. Ja? Alles klar. Okay. Sekunden braucht der dicke Koreaner, um auf Tempo 100 zu kommen. Nicht wirklich schnell. Dafür nimmt er die Kurven aber ziemlich flott. Und laut. Wenn's hier immer extrem quietscht, liegt's am Belag. Ja klar, sie werden sehr weich. Es ist auch kein sportliches Auto. Ich dachte, das könnte noch schlimmer sein. Die Stabilitätskontrolle, die Traktionskontrolle sind ausgeschaltet. Ich bin auch auf Sport mit Lenkrad, das ist ein bisschen bessere Feedback, dass ich spüre ein bisschen besser mein Lenkrad und was das Auto macht. Die Gänge gehen gut drin in die Getriebe drin, also wirklich nicht viel zu sagen eigentlich. Aber über die Zeit müssen wir was sagen. Es ist keine Sportwagen einfach, das ist so. Ja, das ist so. Ja und? Welche Zeit? 1:04:01. Bravo! Ich kann einfach nicht schneller. Das Auto ist einfach zu konstant so. Ich kann nicht schneller fahren. Tja, er ist, wie er ist. Ein Südkoreaner, groß und schwer, geht eine Menge rein. Jetzt schauen wir mal, was der Mini kann. Kurze Pause.
Alex und Cindy suchen den besten Kompakt-SUV. Der Hyundai Santa Fe ist der größte unter den Kompakten und überzeugt vor allem mit seinem Verbrauch. So, unser Kofferraum ist wieder voll. Jetzt schauen wir, ob es passt in das nächste Auto, die Mini. Genau. Denkst du, das passt da drin? Der Volksmund spricht, Platz ist in der kleinsten Hütte für ein sich glücklich liebend Paar. Aber ob unser Equipment da reinpasst, ich bin nicht so sicher. Sicher ist, der Maxi Mini Paceman ist mit 28.500 Euro Basispreis der günstigste im Vergleich. 143 PS aus einem 2-Liter Vierzylinder. Mini verspricht einen Verbrauch von 4,6 Litern Diesel. Respekt. Kurvenlicht, Sportsitze, Klima und Navi. An Ausstattung mangelt es nicht. Eher an Platz. Eider Daus. Na ja, gut. Was wäre das Leben ohne Herausforderungen? Also Hutablage weg und das, ja, die Abdeckung weg. Und dann passt die ganze Tauchausrüstung da rein? Echt jetzt? Tatsache. Gloria, Victoria, vidi, 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 juhai, rasa. Aber passt der Beifahrer noch rein? Rein passt er, aber fahren darf er so nicht. Im Falle eines Unfalls würden die Wakeboards nach vorne fliegen. Muss. Und? Ah ja, schon. Also ich denke, nimm Platz. Vielleicht nicht für dich, aber für mich passt so. Ich habe Platz. Du kannst sogar noch ein Stück nach hinten. Mach mal. Ich probier. Vorsicht. Ja. Ja, nicht, dass ich bekomme ein Wakeboard in meinem. Na, alles gut, es passt. Victory, würde Churchill sagen. Sehr, ja, die Kofferraumabdeckung, die würde allerdings auch noch reinpassen, kein Problem. Aber jetzt laden wir alles erstmal wieder aus, bevor es auf die Piste geht. Denn so ein vollgeladenes Auto braucht einfach zu viel Sprit. Und das muss ja nicht sein. Und für die Fitness, komm, Cindy, ausladen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so problemlos in den Mini reingeht, das Equipment. Also, tatsächlich, Chapeau. Wir haben perfekt abgegrenzt, die Frau Allemann und der Herr Weselski. Der Kleine war nicht zu klein, der Große war nicht zu groß. Feine Auswahl. Ja, also die Mini ist etwas immer Besonderes. Entweder du stehst auf Mini oder du hast nicht so gerne. Persönlich stehe ich nicht ganz auf Mini. Ich finde es cool, für jüngliche Leute ist cool. Aber persönlich würde ich das Auto nicht selber kaufen. Ja, ein junger, dynamischer Flitzer. Mini ist, ob es überhaupt noch ein Mini ist, das muss wirklich der Zeit gehen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja ein Mini-Coupé. Also es ist ein Sport. Activity Vehicle, eine Mischung aus Coupé und SUV, ganz eigenartig. Und das Ganze noch kombiniert mit Mini. Ist es noch Mini? Also bei dem, was reingeht, bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie Mini das noch ist. Das weiße Dach ist schön, das gefällt dir auch, weil es ist nicht grün. Und Achtung, jedes Mal, wenn ich hier stehe und hingucke, denke ich mir, hier ist eine Delle. Ja, hier ist eine Delle. Aber wenn man auf der anderen Seite steht des Fahrzeugs, dann sieht man auch da. Das heißt, dass hier ist Kotflügeldesign. Ja, erstaunlich. Also, twing, twing. Denkst du, das Auto ist kaputt? Das macht das Auto breiter. Ja, das macht das Auto ein bisschen muskulöser, ein bisschen dickerer Hintern. Also, man muss ihn lieben, innen wie außen. Er hat eine große Fanbase weltweit. Wie verhält sich der Mini auf der Piste? Unterwegs im Paceman. Paceman nicht zu verwechseln mit Pac-Man. Pac-Man war ein Computerspiel in den 80er Jahren. Quack, 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 quack. Kennst du Pac-Man? Ja, ich habe auch gespielt. Du hast Pac-Man gespielt? Das gibt's ja nicht. Woher Mutterleib? Ja? Na, wirklich, ich habe lange gespielt. Also lange. Ja? Naja, das Rennen gegen Pac-Man gewinnt Paceman. 143 PS reichen für 200 Stundenkilometer Spitze. Mini Cooper SD für Diesel, Paceman. All4. All four. All for one and one for all. In metal we stand tall. Das war. Sehr geehrte Fahrgäste, könnten Sie sich bitte wieder dem Wesentlichen zuwenden? Laut dieser Brummig ist er in 9,2 Sekunden, kommt er auf 100. Yeah. Er ist nicht der leichteste. Das ist 1300 Kilo. Man sitzt relativ hoch, aber natürlich, yeah, also höher als im normalen Mini. Aber verglichen jetzt mit einem X5 oder mit einem Audi Q3, sitzt man so viel höher? Oder ich habe das Gefühl, man sitzt etwas tiefer. Man sieht nicht so ganz
den sich wie bei den anderen SUV. Man fühlt sich auch nicht so sicher wie bei den anderen SUV. Das ist Mini, es ist BMW, das passt alles. Einfach. Gebaut in Österreich, in Graz, beim Magna Steyr. Es ist auch noch ein internationales Auto. The best of Austria, the best of Bavaria. Wahrscheinlich steht SUV, ist ja vielleicht ein Sport Austria Vehicle. Er kommt ja aus Graz. Na, wenn dann SUV statt SUV. Oh weh. Übrigens, wer per USB-Stick Musik hören will, der hat's im Mini echt nicht leicht. Also erst heißt's Mittelarmlehne hoch. Ja? Dann muss man hier den Verschieberegler finden. Wenn das Ding ganz vorne ist, das Brillenetui, lassen wir es mal hier vorne. Ich will hier ran an den USB-Schalter. Das Brillenetui ist vorne. Muss ich erst hier reinfassen? Es ist blöd, weil hier ist auch die Handbremse Nein, im Weg. Nein, du musst nicht. Aber ja klar, wenn ich es verschieben will. Drück's einfach. Ja, sehr toll. Du musst den Hebel bewegen, sonst geht's nicht. Ah ja, das ist also wirklich blöd. Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd. Weil die Handbremse ist auf deinem Weg. Du kannst nicht, du kommst gar nicht da. Also, da nochmal, ja, wenn das hier vorne ist, wenn jetzt die Handbremse auch noch gezogen ist, dann kommst du gar nicht mehr. Hinten greift sich das Flex-Schienensystem die Becherhalter. Und hinten gibt's noch was Besonderes. Lounge, Rear, Seat, Concept. That's it. Great. Klingt unglaublich international und toll. Heißt so viel wie, es kann nur einer weniger mitfahren. Ja, toll, hätte man auch eigentlich schreiben können, one seat less, wenn es schon in Englisch sein muss. Ja, aber am wenigsten kannst du einen Kaffee trinken da hinten auch. Jetzt ist Cindy dran, dem Mini die Spuren zu geben. Zeit für die schnelle Runde. Ob er den Santa Fe schlagen kann? Der Mini hat zwar 54 PS weniger als der Hyundai, aber auch 500 Kilo weniger Hüftspeck. Und noch einen Vorteil. Zum Glück ist er 10 mm tiefer. Man spürt es, aber man muss schon sagen, nein, also man spürt es, der Fahrwerk ist wirklich gut. Das spürt man, man sieht es, man spürt es. Es ist aber scheiße, also Fahrwerk ist wirklich gut verarbeitet. Verarbeitet oder bearbeitet. Fahrwerk ist einfach gut. Ja, gutes also Fahrwerk. Gutes Fahrwerk, gut entwickelt, sehr sportlich. Die Sportsitze haben vergrößerte Seitenwangen für besseren Halt. Es sei denn, man ist so groß wie Alex. Wow! Also andere sind die schon gut. Ja, also es ist so, ich finde persönlich mit dieser Sportknopf da, das macht wirklich der Lenkrad viel mehr reaktiv. Also wenn ich schalte aus, diese Sportknopf da, du lenkst ein und erst passiert nicht so viel und dann passiert, es ist schon reaktiv, es ist schon ein bisschen sportlich, aber wenn man geht auf Sport, passiert direkt und auch der Lenkrad ist echter und für mich ist viel mehr angenehm, ich spüre viel mehr. Ich bewege nicht so viel wie du, oder? Du bist wie ein Kartoffelsack auf den Sitzungen, beweg dich überall. Ja, das hast du schön gesagt, ja. Sehr schönes Bild. Irgendwann bringe ich sie einfach um. Ciao. Ciao, ciao. Unter dem weißen Dach, die blaue Cindy. Und voll auf Gas. Schnelle Runde. Mal gucken, wie schnell. Schneller als 1 Minute 04. Schneller also als der Hyundai. Das sollte machbar sein. Ja, leider, es fällt mich ein bisschen PS. Für mich könnte 30, 40 PS mehr haben, aber das ist nicht heute unser Ziel. Leistung von Auto, das ist einfach ein gutes Fahrwerk mit noch eine gute Motorisation zusammen, das muss passen. Dank der kompakten Ausmaße und des niedrigen Schwerpunkts fühlt sich der Mini sehr sportlich an. Da ist sie schon. Sag mir meine Hundezeit jetzt. 1:01. Das ist nicht schlecht, aber nein, ich denke, es läuft gut mit diesem Auto. Wir fahren zurück zur Basis. Den einen haben wir ja noch. Der ist grün. Der nächste wird passend zu deiner Oberbekleidung.
Also schon ein bisschen beeindruckend, wenn man aus dem Oxford-Flitzer hier aussteigt. Dann kommt einem der Kollege Hyundai aus Südkorea natürlich noch massiver vor. Tja. So, jetzt kann noch ein Auto gefährlich sein, die Mazda. So schauen wir die Hundezeit, dass wir mit dem Mazda fahren. Wie der Hyundai stemmt der CX-5 seine Kraft aus einem 2,2 Liter Vierzylinder. Der Mazda leistet 150 PS. Schleppen muss er 1500 Kilo. Wer viel Gepäck hat, darf noch 630 Kilo zuladen. Mit 30.400 Euro für den Allradler liegt der Mazda zwischen Mini und Hyundai. Na schön, wollen wir gleich mal los, Frau Alemann? Ja, aber Alex, warte schnell. Ich bin noch warm von vorher von meiner Hundezeit. So, ich würde sagen, ich fahre meine Hundezeit jetzt. Ich probiere das Auto. Du als Beifahrer, bitte. Im Gründe finden war sie schon immer Nummer eins. Passt. Wie beim Mini werden hier alle Räder angetrieben. Zur Verfügung stehen 380 Newtonmeter, 75 mehr als beim Paceman. Reicht das aber auch für eine bessere Zeit? Also sportlich ist das Auto auf jeden Fall nicht. Also wir können, wir können auf alle Fälle froh sein, dass wir hier den Allradantrieb haben und nicht den Frontantrieb, denn der würde ja nur über die Vorderachse radieren. Deswegen muss ich jetzt probieren. So, Reifen sind warm, Motor ist warm, draußen ist kalt, raus. Kann ich die Sitzheizung mitnehmen? Okay. Ich gebe dir meine Jacke, nimmst du direkt mit, dass du nicht frierst. Ich glaube, die passt mir nicht. Bist du sicher, dass dir es nicht zu kalt ist? Mach die Sitzheizung auf 3. Gute Reise. Der Mann in Rosa. Peinlich. Auf die Plätze. Fertig. Fuego, wie der Italiener sagt. So, zweiter Gang. In die Kurve rein. Der Heck ist ein bisschen weggegangen. Überraschung. Ich dachte, es würde mehr untersteuern. Sehr schön. Ich denke, dann in die kleine technische Teil kann ich noch ein bisschen mit dem Handbremsen arbeiten und das wird ganz schön sein. Doch jetzt kommt das enge Infield. Ob das dem Mazda schmecken wird? Das Auto hebt ein Beinchen. Naja, dann wird wenigstens der Reifen geschont. Reifenmordender Asphalt hier. Ist ja auch eine Landebahn. 1,02. Schade, sonst von Motorisation, ich finde ganz gut. Fahrwerk ist auch nicht schlecht, einfach die Federung ist wirklich zu weich. Die Räder geht sogar so in Luft ein bisschen. Was hat mich ganz erstaunt, ist wirklich die Zeit mit dem Mazda. Weil wirklich das Auto wankt von einer Seite zu einer anderen Seite, wie verrückt. Also wirklich ganz, ganz weiche Federung. Und ich hätte nie gedacht, ich könnte diese Hundezeit machen. Also ich muss schon sagen, gute Leistung. Die schnelle Runde gewinnt der Mini mit 0,3 Sekunden Vorsprung. Der Santa Fe kriegt als letzter nur einen Punkt. Also der Blaue hier hat es nicht geschafft, der Hyundai auch nicht, aber der Mini, zumindest was das Zeitliche angeht, absoluter Sieger. Respekt. Okay. Hier kriegst du deine Jacke wieder. Danke. Sieh zu, dass du hier rauskommst, denn jetzt wollen wir mal gucken, was er auf der Straße drauf hat, denn wir fahren ja nicht die meiste Zeit unseres Lebens auf der Rennstrecke. Richtig? Richtig. Na? Ja. So, Zeit für ein wenig Normalität. Unterwegs im Mazda CX-5, wunderschön. Ach, ist er nicht schön. Außen ist er blau und innen schwarz. Schwarz, ja, schwarz. Ja, Klavierlack, guck mal hier, Klavierlack. Hä? Was also, sagst du? Es ist trotzdem schwarz, alles schwarz. Ja, ein bisschen grau ist auch dabei. Wo? Anthrazit. Das ist Anthrazit. Das ist Anthrazit, würde ich sagen. Das ist eine dunkle. Das ist ein Schwarz. Ja, mach deine Brille einfach weg. Das ist ein nicht ganz so dunkles Schwarz wie zum Beispiel der Klavierlack-Schwarz. Hier haben wir eher Schwarz-Schwarz. Es gibt immer viele verschiedene. Klavierlack, da hast du recht. Hey, was soll das Gesülze? Kommt mal zum Punkt. Also echt. Okay. Ja, so Fahrwerk. Das stimmt. Fahrwerk, was haben wir? Allrad? Ja, Allrad. Also es gibt diese Sky Active, das ist diese neue Entwicklung von Mazda, wo
Der Fahrwerk mit dem Karosse war zusammenentwickelt und die Getriebe mit Motor auch zusammenentwickelt und sollte eigentlich besser passen. Also alles quasi super optimal aufeinander abgestimmt. Das heißt Skyactiv. Ja. Mein Gott, was für ein schönes Wort, ne? Skyactiv. Großes Lob. Dank Skyactiv Leichtbau ist der CX-5 einer der leichtesten seiner Klasse. Was ich übrigens auch schön finde, die chrom eingefassten Drehregler, man findet sie leicht. Ja. Das ist leicht. Und so. Obwohl es so dunkel ist. Die wichtigsten Funktionen sind also in Chrom gefasst. Navi, gibt Anlage. Platz, gibt Platz für Ablagemöglichkeit für meinen Becher. Ja, Cupholder, sehr gut, muss sein. Für meine Sonnenbrille da oben. Ah, auch sehr praktisch. Sehr gut. Es gibt einen Punkt, wo alle drei Autos ganz klar 3 Punkte verdient haben. Sie haben alle erlebt. Bitte was? Sie haben alles überlebt. Sie haben alle drei überlebt. Sie haben alle drei Cindy, alle Mann überlebt. Respekt. Das heißt, die haben ja auch alle drei, alle 5 Punkte im NCAP, Euro NCAP Crash-Test. Chapeau. Nein, sie haben Sitzheizungen. Und zwar Sitzheizungen, die so brachial funktionieren, dass man das Gefühl hat, auf einem Grill zu sitzen. Naja, was soll ich sagen? Also der Hyundai war ein bisschen variabler. Das war schon gut da mit seinen 3 Einstellmöglichkeiten. Ja, das war. Was die Lenkung und so weiter angeht. Da kommt der große Hyundai noch ein bisschen leichtfüßiger daher, habe ich das Gefühl. Aber er hier schlägt sich ganz wacker. Aber sowieso, wie wir das Auto so haben, mit allen Optionen, also diese Sicherheit, Assistenz, alles, mit dieser metallic-blauen Farbe, mit dem Allrad, mit der Automatik, kostet das Auto 35.000 Euro. Basis-Fronttriebler 26, also wenn man das Auto ohne Allrad hier, wo fängt der Allrad an? Allrad 30.000. 30. Ja, mit all den Features hier sind wir noch mal eine gute Packung drüber. Als Verbrauch gibt Mazda 5,5 Liter Diesel an. Ohne schnelle Runde schluckt er dann aber 7,1 Liter. Zu viel? Oder ist da doch was für dich, Alex? Wenn ich wakeboarde, wenn ich tauche, und wenn ich noch 2 Kinder habe, dann kaufe ich mir das Auto. Wie sieht's aus? Ich brauche aber allerdings noch eine Frau zum Kindermachen. Das ist das Problem. Gut, dann fahren wir jetzt mal zurück. Zeit für ein kleines Fazit. Ja, ja, die Fahrzeit ist vorbei, Madame Alemann. Gibt ja noch ein paar Sachen zu klären. Gut aussehen allein reicht nicht. Man muss auch die Klappe aufreißen können. Jetzt schauen wir uns mal die unterschiedlichen Klappenkonzepte an. Zack! Was fällt sofort auf? Bezaubernde Cindy. Sehr klein, die Mini. Boah. Ja. Wirklich? Ist recht schmal, die Klappe. Ja. Schön ist, niedrige Ladekante. Das ist gut, aber alles recht beengt. Sowohl räumlich innen drinnen, aber man kommt auch nicht so leicht rein. Allerdings, wenn ich mir die Höhe so anschaue, wie weit die aufgeht, kommen wir hier drunter. Für mich ist kein Problem. Hast du noch richtig Luft? Passt für dich auch. Bisschen schlechte Haltung und schon passe ich da bequem drunter. Wenn es regnet, stehen wir hier und können uns tolle Sachen zuflüstern. Also, das ist eher so ein Kleinmaulfrosch. Diese passt auch, aber ist ziemlich tief, diese. Also für dich passt das. Gehen wir mal davon aus, dass der durchschnittliche europäische Mann nicht so klein ist wie du, sondern ein Stückchen größer, würde ich sagen. Limit. Helmpflicht. Ab 1,75 wird es schwierig. Aber die Hyundai eigentlich ist perfekt. Groß, breit, kannst unten bleiben, ich denke, das passt. Ja. Ja. So, Zeit, das Equipment wieder mal einzuladen. Schauen wir mal, ob es reinpasst. In den Normalmaulfrosch in Blau. Cindy, darf ich bitten? Ich bereite hier schon mal alles vor. Hallo. Was? Soll ich Material holen? Ja, bitte, bitte, bitte. Nur das. Ja, Gleichberechtigung oder nicht? Wo leben wir denn? Kurze Pause. Alex und Cindy suchen den besten Kompakt-SUV. Im Test Hyundai Santa Fe, Mini Paceman und
Mazda CX-5. So, Zeit, das Equipment wieder mal einzuladen. Schauen wir mal, ob es reinpasst. In den Normalmalfrosch in Blau. Cindy, darf ich bitten? Ich bereite hier schon mal alles vor. Hallo. Was? Soll ich Material holen? Ja, bitte, bitte, bitte. Nur das. Ja, Gleichberechtigung oder nicht? Wo leben wir denn? Bei dem Mazda habe ich ein bisschen mehr Zeit genommen, ein bisschen mehr alles beobachtet. Und am Schluss brauchte ich sogar nicht die Sitz unterzumachen, um alles zum Einladen. Das war ganz, ganz gut. Man hat auch viel Platz und wenn man braucht, noch die Sitz unterzumachen, einfach ein Knopf geht unten, sehr schnell, sehr praktisch. Die drei Punkte holt sich aber der Hyundai, dank seiner Flexibilität und Ablagefächer. Insgesamt macht der Mazda das Rennen. Er ist der Sieger. Der persönliche Geschmack bleibt wie immer außen vor. Das passt alles, ich hätte dich gut gesagt. Sehr schön. Danke. Geht so. Ich frage mich natürlich nur, und wahrscheinlich viele unserer Fernsehzuschauer auch in diesem Moment, warum hast du nicht einfach die Rücksitzbank umgeklappt? Wäre doch wahrscheinlich etwas einfacher gewesen. Hm? Eigentlich, ich wollte nur schnell machen und habe gedacht, ich mache einfach so. Ist ja alles drin, ist ja auch okay. Wenn die Dinger nicht nass sind, kann man sie auch mal auf die Rücksitzbank legen. Prima, prima, prima. Gut gedacht. Fein gemacht. Nimm Platz. Danke. Kuschelfazit. Drei Kompakte im Test. Fehlt nur noch die Entscheidung unserer Auftraggeber. So, Steffi und Markus, wir haben alles getestet jetzt, die drei Autos. Der optisch, wie viel Platz wir hatten im Auto und natürlich die schnelle Hundezeit. Aber welcher von unseren drei Kandidaten es letztlich werden soll, ob Santa Fe, Paceman oder CX-5, das müsst ihr selbst entscheiden. Es waren wirklich viele tolle Ideen, die ihr uns da gegeben habt. Am besten hat mir eigentlich der Mini gefallen, weil ich ihn sehr stylisch finde. Aber ich denke, es ist zu wenig Platz für unsere Hobbys. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Wahl zwischen dem Hyundai und dem Mazda. Ja, unsere persönliche Einschätzung, Hyundai bietet einfach mehr Flexibilität und gefällt uns auch vom Design einen Tick besser. Daher unsere Wahl zu dem Hyundai. Der Hyundai. Genau. Vielen Dank für eure Tipps. Tschüss. Ja, Hyundai. Gute Wahl, hm? Ja. Schön. Wollte ich auch gerade sagen. So, meine liebe Alex, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen allein sein. Ich muss gerade wieder an Robin denken. Ah, das ist schon hart, eh? Arme Alex, es tut mir leid, eigentlich, die Alex so zu sehen. Ich muss etwas finden. Ich muss eine Lösung finden. Ach, Robin. Ach. Hallo. Können Sie mir helfen? Ja, es geht um die Robin. Und nächste Woche bei Auftrag Auto? 5 Vorurteile und 6 Wahrheiten über Elektroautos. Was taugen Smart, Opel Ampera und Nissan Leaf wirklich? Komm. Stück noch. Mensch.